Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Atlas aus dem weltbesten Spiel mit der wundervollsten Frau, die ich am Valentinstag liebe, nämlich meiner Frau. Hallo. Moin Jungs. Servus. Servus. Und passenderweise zum Valentinstag, Schatz, würde ich behaupten, wir befinden uns auf der Fraueninsel, wenn ich die Farbe der Galeone hinter mir betrachte. Da muss was Weibliches dabei sein, ja. Unschwer zu erkennen. Deswegen bietet sich das hier an, für die Valentinstagsfolge hier auf dieser Insel zwei Schätze zu suchen. Und damit fangen wir heute an. Wir haben unter anderem übrigens die Kuh, Gundula, den schwarzen Bären und drei Hasen an Bord. Die haben wir schon gefangen auf der anderen Insel und das Schiff ist auch ein bisschen beschädigt. Fragt nicht, warum. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal rüber. Oh, ich hoffe, das Ding hier ist nicht überladen. Oh, okay. Das passt. Das passt schon. Mit dem Schatz zurück schwimme ich dann vielleicht. Wo soll man denn da? Soll man gleich eigentlich hier? Der Schatz ist... Wenn du jetzt rechts neben dem Leuchtturm schaust, auf diesem Berg. Also geh mal darüber. Rückwärtsgang, Jung. Jungs, der Schatz ist rechts von dem Leuchtturm auf dem Berg. Der eine. Der andere Schatz ist dann ein bisschen weiter in der Mitte. Okay. Und, Bäume stehen oben. Nee, daneben rechts. Ah, okay. Hängt da eine Plattform komplett in der Luft, ohne Boden drunter? Da hängt auf jeden Fall eine Plattform, aber von mir aus sieht das so aus, als hätte die so ein... Und der Pferd. Und Bäume. Da fehlt doch was. Da würde ich sagen, fehlt dann was. Siehst du das auch? Nee, bei mir ist da oben einfach nur eine Plattform. Ich sehe ein Pferd auf dem Berg, ja. Nee, der Berg fehlt bei mir komplett. Jungs, lasst uns mal hier links rein. Da ist ja dieser Anlegesteg. Lass uns da mal anlegen. Da müssen wir mal gucken, wie wir hier raufkommen. Apropos Schaden an der Addictive. Erstmal, die Farbe hat sich wieder resettet. Das war tatsächlich nur ein Bug. Schaden an der Addictive. Folgendes ist passiert. Wir sind von der anderen Insel zu dieser Insel hier rüber gefahren und haben unterwegs ein Schiff der Verdammten gesehen. Haben uns gedacht, es ist Level 1. Wir probieren mal aus, wie die Schlagkraft unseres Schiffes ist. Ja, die Schlagkraft war zwar gut, aber nicht ausreichend. Also... Wir lassen das mal so, wie es ist. Wir benutzen es tatsächlich, das hier als wirklich... Ich habe 600 Sekunden als Erkundungsschiff. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir so weit wie möglich hochkommen, oder? Da hängen bei euch die Bäume auch in der Luft oben, ohne Berge. Also bei mir nicht. Nö, ich habe nur ab und zu ein paar Lecks. Bei mir stehen Pferde oben in der Luft, Bäume in der Luft. Das ist creepy hier. Ich habe nicht gesehen da drüben, das hat nur so rausgeguckt aus dem Stein. Ah, bei mir fehlt der komplette Stein. Was habe ich denn vorher auf der anderen Insel gegessen, sag mal. Ja, das weiß ich nicht, aber wir gucken mal, wir gehen mal hier so ein bisschen, können wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Ich sehe nicht, wo ihr lauft. Wie, du siehst nicht? Siehst du den großen Stein hier nicht? Nein. Laufen wir für dich in der Luft? Ich laufe selber in der Luft. Okay, dann folge mir mal hier unauffällig. Ich leite dich mal nach oben. Folg mir einfach. Lauf einfach hinter mir her. Direkt hinter mir. Wo sind sie hin, alle Bete? Ah, weiß die kämpfen nicht. Noch da oben. Ah, ja. Die sind hinter uns. Moment. Oh Gott, bleib mal da. Ich kann nicht reden und laufen gleichzeitig. Das funktioniert jetzt hier gerade nicht. Komm mal mit, mein Schatz. Komm mal mit runter. Wo bist du? Hinter dir. Siehst du, das ist die schwere Rüstung. Nee, das liegt daran, mein Schatz sieht den kompletten Berg nicht. So, jetzt nochmal. Servus. So, hier rauf. Darf man euch helfen? Darauf? Wir wollen da hinten bloß bei euch auf den Bergen einen Schatz suchen. Wir haben hier eine Schatzkarte. Spring mal, mein Schatz. Müsst ihr irgendwo durch? Ich glaube, wir müssen hinter den Dings auf dem Berg. Du gehst da weiter? Hier rauf. Danke dir. Gerne. Ich schraub die Texas mal ein bisschen runter. Gerne. Dank dir. Was schraubt der runter? Die Taxrate.
Ich stehe komplett in der Luft. Unter mir ist gar nichts. Ich sehe weder den Berg noch sonst was. Einfach uns hinterher, Doro. Genau, ganz langsam. Wir müssen Tobi hinterher, weil der weiß, wo es leuchtet. So, jetzt habe ich wieder... Das sehe ich jetzt wieder. Jetzt bin ich wieder auf dem Boden. Okay. Das hatte ich auch noch nie. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Da oben müssen wir rauf. Wir nehmen mal hier die Plattform. Die Leiter siehst du hier aber, oder? Wo ich jetzt kletter? Ja. Okay. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken, dass wir da rüberkommen. Hinterher. Hier genau da, wo er läuft. Das ist vielleicht lauf komplett in der Luft. Okay. Das ist echt creepy. Der war sehr freundlich. Nicht so schnell. Ja, das fand ich auch, dass er sehr freundlich war. Wir haben den Schüler erklärt, dass wir Schatz suchen und schon war alles okay. Ja, wir wollen ja hier auch nichts Böses. Ganz unten. Nein. Die war gerade noch da. Ja, das ist gerade echt nervig, dass du den Berg nicht siehst. Dann mach das selber. Das hat keinen Wert. Ich sehe nichts. Geh schon selber mit denen. Ich bleib unten. Jungs, dann kommt mal mit. Sie sieht das nicht. Schatz, das hat keinen Wert. Sonst musst du auf dem Schiff mal reloggen. Weil ich sehe noch nicht mal hier, wo ich runterkomme. Ich bin nicht schwindelfrei. Ich laufe voll. Ja, du bist aber fast unten. Ja, ich gucke jetzt hier am Berg, wo ich... Ich laufe in der Luft. Schatz, sonst, geh mal aufs Schiff und relogge mal. Vielleicht hilft das. Jetzt bin ich unten. Meine Fresse, drum steht hier alles in der Luft. Ich habe ja gesagt, wieso stehen die Bäume, die Plattform und das Pferd steht ganz oben. Ja. Und von hier an den Berg stecken. Ich weiß ja warum, das ist alles da und ich sehe es nicht. Das weiß ich nicht, wir müssen auf jeden Fall da oben rauf, zu der Plattform. Ja, dann macht ihr das mal, ich bleib hier. Ich probier's mal, warte. Willst du am Schiff reloggen, Schatz? Ja, deswegen brauche ich jetzt, bis ich da oben bin bei euch, das dauert. Ja, aber für den nächsten Schatz, hier ist ja noch einer auf der Insel. Achso. Ja, dann gehe ich mal kurz Dann gucken wir in der Zeit, dass wir das hier mal... Dass wir den irgendwie gehoben kriegen. Nein, es funktioniert nicht, mein Feld runter. Das hatte ich noch nie. Nee, das ist aber auch neu. Ups, glaube ich war auch falsch. So, machen wir mal hier den Berg rauf. Das hatte ich aber auch noch nie. Also, dass er mal was nicht angezeigt hat, das hatte ich schon mal. Dass sich das erst aufgebaut hat, dass du einen kleinen Moment stehen bleiben musstest. Das kenne ich. Aber das, was du da hast, das kenne ich nicht. Auf die Art und Weise. Das ist echt heftig. Ich mache mal ganz kurz, wenn ich hier so ein bisschen auf Entfernung bin, den Screenshot, dass du siehst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Dann kann ich dir das nachher mal zeigen. Ich habe die Jungs verloren. Jungs? Ja, bist du schon oben? Ajo? Ich komme hier nicht weiter. Du musst hier nach links Richtung unserem Schiff. Oder nach rechts von dir aus. Oh, ich sehe dich da rudern, mein Schatz. Na, ich gehe jetzt mal zum Schiff und gucke. Ich logge mich nochmal ein und gucke mal, ob ich es dann sehe. Sehe ich ja vom Schiff aus. Ansonsten müsst ihr es alleine machen. Ja, dann machen wir den auf jeden Fall hier mal ganz kurz alleine, weil wir schon oben sind. Ja. Hier so. Ganz hoch, oder was? Nein, nein, nein. Männer hier bei mir. Ja, jetzt regnet es auch noch. Ja, perfekt. Weil wenigstens wird es trinken. Okay, Achtung, geht los. Achso, komm mal ein Stückchen weiter hierher. Ihr könnt ruhig hier zu mir kommen, das ist da unten. Voll die Lecks. So, ich packe aber alles in den Schrank, wenn ich mich auslock. So, mal eben hier. Oh, nachladen. Ach komm. Wo ist hier viel Honig?
So, der ist tot. Und der da noch? So. Ich glaube, das war's, Jungs. Ah, okay. Cool, Bogen kaputt. So, jetzt die spaßige Frage. Wer hat die Schaufel dabei? Du. Ich hab sie dabei, ich hab sie dabei. Richtig, Apollo. Nein, ich hab sie dabei. Oh Gott. Oh, 3,2 Qualität. Schauen wir doch mal. Oh, eine Hose. Oh, Journeyman Rüstung. 74 Gold. Das hat sich gelohnt. Gold habe ich auch. Ja, die habe ich auch. Und so, dann, eine Waffe. Blueprint für eine, Blueprint für eine Plattenrüstung. Und so ein Holzknüppel. Siehst du es jetzt wieder, Schatz? Ich ziehe erst kurz meine Sachen wieder an, weil ich habe alles abgelegt. Nee, ich habe einen Blueprint für einen Karabiner. Dass mir nichts verloren geht. Okay. Blueprint für einen Karabiner, welche Qualität? Moment. Qualität 1 von 1. Nee, oben die Schrift, welche Farbe? Die ist grau. Ja, dann ist das der Standard. Nee, also wenn Journeyman oder sowas, das wäre cool. Weil wir benutzen beide eine schon. Eine grüne. Ich glaube, fein benutzen wir. Eine grüne Hose. Ah, jetzt komme ich mal hoch. Okay. Ja, siehst du jetzt den Berg und alles, mein Schatz? Ja. Folgt mir mal, Jungs. Dann gucke ich mal ganz kurz, wo die andere. Oh Gott, bin ich weit weg hier. Ah, wir sind hier. Wir müssen jetzt auf die in die Mitte der Insel. Okay. Ja, jetzt sehe ich wieder alles. Oh, das ist super. Ja, wir sind auf so einer vorgelagerten Insel, Schatz. Wir müssen noch ein Stückchen weiter rein. Also. Naja, ich komme jetzt gerade an den Strand. Ich laufe jetzt mal. Hier, wo seid ihr jetzt? Am Leuchtturm vorbei, nach hinten in die Insel rein. Oder wo ja, soll ich da hin? Ja, genau. Da, wo der Holzsteg ist. Jungs, wir müssen ja auch Moment. Auf jeden Fall weiter dann rein in die Insel. Also, vielleicht brauchen wir den netten Herrn gleich doch zum Aufmachen der Tür. Wie weit bist du vom Strand schon weg? Ich bin oben auf dem Berg, wo wir den Schatz geborgen haben, bei dieser Plattform. Also quasi jetzt genau hinter dem Leuchtturm. Meine Axt ist nicht mehr gut, gell? Hast du keine zweite Climbing Axe? Nee, sorry. Runterfallen, gell? Was meinst du, warum ich die Axt in der Hand habe? Apollo, komm einfach mit, das kriegen wir schon hin. Wir kriegen die schon runter. Müsst ihr da hoch? Nee, wir müssen runter. Ich habe eine Hide dabei, dann kann ich meinen Bogen reparieren. Ich habe auch bloß eine dabei, ne? Nee, es sieht also aus, als müssten wir jetzt in das Landesinnere, Schatz. Also ich glaube, das müsste passen, dass wir da vielleicht keine Climbing Axe brauchen. Wir kommen jetzt erstmal zu dir runter, hinter die Leuchtturm. Ich brauche nur Hide. Ja, jetzt sehe ich auch, wo ihr vorher hoch seid. Das ist gut. Wie viel Hide? Moment. 3. Danke. Also die Leiter bitte. Da wieder hoch? Nein. Nicht zum Leuchtturm hoch. Du musst unten durchs Wasser auf die andere Seite zu diesen Gebäuden mit den Toren. Okay. Weil da müssen wir weiter ins Landesinnere rein. Ich versuche hier gerade mal irgendwie. Den Berg runterzukommen. Wie geht das? Genauso
wie du es hoch machst. So. Ja, Leute, ihr seht aber auf jeden Fall, das ist eine saugeile Aktion, Schatzkarten zu machen. Vor allen Dingen, wenn man so nette Leute hat wie die von Central European Trading, die sogar die Taxrate runtergesetzt haben, damit wir hier unser Gold auch bekommen. Das finde ich nett. Wo seid ihr? So, wir kommen jetzt gerade den Berg runter. Oh Gott. Oh Gott. Na komm, du hast doch gerade... da. Hier ist ja alles zu. Ja, deswegen müssen wir den Typen gleich fragen. Der hat gesagt, wenn er uns was aufmachen soll, sollen wir ihm Bescheid sagen. So, wo bist du denn jetzt? Ich habe den Leuchtturm jetzt links und stehe jetzt hier bei den großen Toren. Oh oh, fast tot. Okay, dann lass dich nicht fressen. Nee, der hat gerade die Geister gegeben bei der Axt. Ja, das passt aber. So, mein Schatz. Der Leuchtturm. Ich glaube, ihr seid ziemlich. Ich stehe genau gegenüber von mir, ist der Leuchtturm. Da ist das Wasser dazwischen. Okay. Und auf der anderen Seite ist dieses ganze Mauerngebilde, ne? Ja. Ja, da stehen wir bei dem Mauerngebilde. Warte mal. Ich guck gerade mal, ob ich irgendwo dir zeigen kann, wo wir sind. Die Jungs eigentlich nehmen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Stückchen weiter in die Insel rein. Da ist doch wie so eine Stein. Ach, ich seh dich. Siehst du mich? Nein. Guck mal Richtung dem großen Tor. Ah. Hallo. Seid ihr dahinter? Ja, wir sind da oben den Berg lang. Wir haben uns rüber gehangelt. Läuft da unten rum. Ach ja, so. Diego, deswegen stehen wir ja hier. Damit sie wieder zu uns kommt. Sie sieht nämlich wieder alles. Okay. Schatz, spring einfach über die Mauer. Du Schatzkeks. Mit der Climbing Axe. Zack, zack, zack. Du weißt doch, das fällt gar nicht auf. Die haben das hier eigentlich recht schön aufgebaut, ne? Wenn das hier hinten mit den Toren nicht so hässlich wäre, oder? Sag, wir können ja den netten Herrn fragen, da, ob er uns rauslässt. Ob er uns rauslässt, aber so geht's auch. Wir müssen ja nicht raus, wir sind ja draußen. Wir müssen ja noch ein bisschen weiter in die Insel. Leertast, genau. So, dann kommt mal mit, dann schauen wir mal, wo wir die andere Schatzkarte haben, jetzt wo wir wieder vollständig sind. Ich muss hier irgendwo zweimal Metall abbauen, da habe ich wieder eine Axt. Okay. Bestimmt irgendwo einen Stein. Ja, Apollo, hier vorne finden wir garantiert einen Stein. So, aber wenigstens siehst du wieder alles, Schatz. Ja, ja, ich habe aber Bilder vorher gemacht, die zeige ich dir noch einmal, ja, wie das ausgesehen hat. Die können wir euch vielleicht auch auf Instagram posten. Ja, so machen wir gleichzeitig, parallel mit der Folge postest du die bei dir und ich verlinke die bei mir in der Story. Okay. Dann sehen die Leute das auch mal, wovon wir da überhaupt reden. So, jetzt muss ich mal gucken. Oh, da ist ein Totem. Ah, da ist der Schatz, ich sehe ihn. So, also Jungs, ich sehe jetzt, den Strahl sehe ich. Wir müssen da vorne leicht links. Apollo, warte mal erstmal, vielleicht müssen wir gar nicht den Berg hoch. Aber das ist alles hier eine Kompanie, ne? Ja, kann schon sein, aber ich finde es auch schön hier. Ist angenehm. Das ist schön. Der Totenfall ist cool. Das habe ich mir auch gerade gedacht. So was müsste man bauen können im Inventar. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier links. Was denn? Lauter Bären. Ja. Ja, Bären, echt, wenn wir jetzt Honig dabei hätten. Ja. So, hier bei mir kann man rauf. Diego, alles noch gut. Alles noch gut. Komm, Apollo. Gucken erstmal, dass wir irgendwie raufkommen, ohne dass wir die Climbing Axe. Okay, hat sich erledigt. Ab hier brauchen wir die Climbing Axe. Oh nein, oh nein. Oh.
Nein, nein, das ist ein Rabe. Na, warte mal, wie viel habe ich denn noch drauf? Ich habe noch... Ich habe keine zweite mehr. Ich kann ihm keine abgeben. Ja, ich habe auch nur... Diego, deine Climbing-Axt reicht auf. Wir müssen hier ein kleines Stückchen müssen wir hier rauf. Ich habe zwei Stück dabei. Hast du wart, da unten ist noch ein Stein. Ich brauche noch zweimal Metall. Der erste ist kaputt, die ich hatte. Ich habe noch eine dabei, zur Sicherheit. Ich habe nichts zu... Schatz, hast du zufällig was zu essen im Inventar? Fleisch oder Fisch oder Milch? Nee, Milch nicht, aber Fleisch oder Fisch? Ich hab jetzt dein Ernst? Ja, ich habe kein Essen eingepackt, sehe ich gerade. Dankeschön. Das ist ja dumm. Ich guck gerade so mein Inventar, weil ich Hunger kriege und denk mir so, ja, packst du ein. Läuft und hab nichts im Inventar. Hunger was? Nee, das reicht, dankeschön. Bist immer total vorbereitet. Ja, das war jetzt aber auch ziemlich dumm gerade. Gut, wir warten noch kurz auf Apollo. Aber lass uns mal lassen die Zuschauer, oder Schatz? Würde ich sagen. Liebe Lüd, das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, diese Folge von Atlas hat euch gefallen, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, die Bilder auf Instagram werden euch auch Spaß machen, die ihr jetzt euch natürlich anschauen könnt. Lasst sehr gerne bei unseren beiden Kanälen ein Abo da, einen Daumen hoch oder ein Kommentar, was auch immer. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.